Ja, Mahlzeit oder auch einen schönen guten Tag. Am sechsten Tag der Review-Woche gucken wir uns die 42082 an, den geländegängigen Kranwagen aus dem Jahr 2018 mit stattlichen 4057 Teilen. Und stattlich ist bei diesem Modell echt das richtige Stichwort. Es ist einfach unglaublich groß. Wir werden gleich zum Modell kommen, davor werden wir uns noch die Anleitungen angucken. Der Karton, der ist leider nicht mehr vorhanden, der war bei mir damals in einem sehr schlechten Zustand, von daher habe ich den weggefeuert. Allerdings, ja, es ist halt ein normaler Karton, man findet ja auch Bilder dazu im Internet. Das Einzige, was bloß schade ist, ich muss euch da ein Bild einblenden vom B-Modell, denn dieses Technikmodell hat noch ein B-Modell. Das ist auch eine sehr, sehr coole Sache. Also dann erstmal zu den Anleitungen. Das sind zwei richtig dicke Hefte. Also die haben es in sich und wir haben kein Vorgeplänkel, sondern es geht einfach dann auch direkt los. Gut, davor werden uns nochmal die Tüten gezeigt und welchen Bauabschnitt wir dann haben, aber an sich ist es das. Wir haben dann hier, ganz interessant, wie ich finde, keine Abschlussseite so richtig. Also wir haben dann hier die letzte Seite und dann wird dann noch gebaut und dann kommen wir schon zum zweiten Heft. Ja, das zweite Heft ist jetzt auch nichts Außergewöhnliches. Das Einzige, was wir dann noch hier hinten haben, halt, ja, die Funktionen, ne? Die würden wir ja dann aber auch auf dem Karton sehen, wenn er denn noch da wäre. Ansonsten habe ich hier noch den Stickerbogen, ist ein ganz schön großer und ich habe sie natürlich nicht angebracht. Also das Modell, das sieht wirklich gut aus und deswegen kann man sich die Sticker da echt sparen. Ich habe hier nur ein paar angebracht, die werde ich gleich zeigen, weil ja, die braucht man schon gewissermaßen. Bevor es dann mit dem Modell weitergeht, komme ich noch kurz zur Bauzeit und zum Bauspaß. Also die Bauzeit, die hat in etwa 10 bis 12 Stunden betragen und der Bauspaß, der war wirklich atemberaubend gut. Also das ist das beste Technikbauerlebnis, das ich bisher hatte und eventuell auch das beste Lego-Bauerlebnis generell für mich. Dann kommen wir zum Modell. Und ihr könntet es ja am Anfang schon von oben sehen, aber dann hier nochmal einen Blick drauf. Mal gucken, ob ich denn hier alles mit aufs Bild bekomme, weil er ist wirklich extrem lang und groß. Auf jeden Fall dann hier mal noch von vorne das Ganze. Da ist er relativ, ja, uninteressant und dann gucken wir uns den mal noch von hinten an. Also der wiegt auch einiges, den muss man hier richtig so rumhieven. Und natürlich gehen wir dann auch noch auf den unteren Teil des Modells ein. Ich hole mal hier diese Fliesen raus, weil ansonsten fliegen mir die um die Ohren. Hier dann also eine richtig coole Technikkonstruktion. Da steckt richtig was drin, so wie es halt auch sein sollte. Das gefällt mir äußerst gut. Die Farben hätte nicht sein müssen, aber gut, kann man mit leben jetzt hier in diesem Fall. Was ich allerdings wirklich schön gefunden hätte, die blauen Pins hätten schwarze oder rote sein müssen, weil die stechen schon ganz schön heraus. Wir kommen jetzt noch zu ein, zwei anderen Funktionen, die das Modell hat und dann kommen wir schon zur Technik. Und zwar ist es so, wir haben hier an der Seite eine kleine Luke, können wir öffnen. Da haben wir dann etwas, ja, eine Kette haben wir drin. Und auf der anderen Seite ist das auch nochmal, da haben wir dann eine kleine Werkzeugkiste. Ich hole sie mal kurz vor. Da ist sie. Das Modell ist nicht ferngesteuert, ist aber auch nicht weiter schlimm, weil da steckt echt was drin. Und zwar haben wir ja hier hinten dieses Rad und damit können wir dann lenken. Und den fahren lassen. Richtig schön. Also klar, ferngesteuert wäre unglaublich, wenn das auch noch mit drin gesteckt hätte. Würde ich nicht nein zu sagen. Ansonsten möchte ich dann schon zu den Aufklebern kommen. Und zwar haben wir ja hier oben überall Aufkleber. Die habe ich nämlich angebracht, damit ich weiß, welche Funktion ich denn gerade ausführe. Das ist schon wichtig, dass die halt da sind. Ich meine,
Ich meine, klar, man kann es auch irgendwie anders herausfinden, aber das wollte ich dann schon, dass das so ist. Auf jeden Fall, hier hinten haben wir die Akkubox drin und das Ganze ist mit einem Pin befestigt. Das können wir dann hier einfach aufklappen und dann die Akkubox herausnehmen. Da sind normalerweise noch zwei Befestigungen dabei, darauf habe ich jetzt verzichtet. Es ist halt einfach nicht nötig. Macht es nur unnötig kompliziert jetzt hier beim Video. Auf jeden Fall, dann stellen wir den Motor mal an und stellen das Modell auch noch so hin, dass man hier alles gut sieht. Und dann kann man auswählen, was man machen möchte. Wir gucken uns als erstes mal den Kran an sich an und den kann man dann hochfahren lassen. Und das Ganze geht natürlich auch wieder runter. Da haben wir hier so einen ausfahrbaren Arm drin. Ansonsten können wir den Haken auch noch herunterlassen und dann natürlich auch wieder einholen. Allerdings brauchen wir jetzt ein bisschen Seil, um den Kran mal noch nach oben auszufahren. Oder zumindest in der Länge auszufahren. Nach oben hatten wir ja eben. Das Ganze kann dabei 100 cm hoch werden, 66 cm lang und 26 cm breit. Also wirklich richtig stattlich. So, der Motor, der ist so langsam an seiner Belastungsgrenze angekommen. Also der hat jetzt ganz schön geackert. Das strengt den richtig an. Wir haben da halt einen L-Motor drin, ja. Ja, da hätten wir ein bisschen mehr Power gebraucht, um halt dieses krasse Gefährt wirklich richtig in Gang zu setzen. Ich hoffe, er hat sich jetzt ein bisschen erholt, damit wir dann hier weiter gucken können. Und zwar kann man dann hier noch die anderen Funktionen des gesamten Kranwagens ausführen, indem ich halt den Schalter hier rübergestellt habe von halt dem Kran an sich hier zu den Beinen und so weiter. So, dann gucken wir mal. Jo, müsste gehen. Also man kann die Beine einmal ausfahren. Da muss man sich auch wieder viel Mühe für geben, aber na, so langsam geht's. Und was wir dann auch noch machen können, dass die mal kurz fahren und diese Fliesen soll man dann da so drunter legen. Ja, also aufbäumen kann er sich nicht. Wie gesagt, der hat halt nicht so viel Kraft. Und was wir auch noch machen können, ist ihn drehen. Geht zwar auch schleppend voran, aber es geht und das ist natürlich cool. Ich lasse den sich jetzt noch ein bisschen drehen und was wir jetzt hier noch haben, sind diese Wände. Ich denke mal, es sollen Häuserwände dargestellt werden. Da haben wir hier nämlich so eine Kettenkonstruktion dran und damit können wir das dann hier an den Haken hängen und so gesagt diese Häuserwände einsetzen und transportieren. Ja, der Motor kann schon wieder nicht mehr, deswegen zeige ich es jetzt mal so. Eigentlich sollte diese Häuserwand jetzt hier von dem Kran angehoben werden, aber er schafft das halt gerade nicht. Auf jeden Fall ist das dann halt auch nochmal so eine Spielfunktion, ja. Und wenn wir jetzt einmal hier den Kranwagen so gedreht haben, dann kann ich euch halt auch noch den Motor zeigen. Der bewegt sich ja dann immer mit, wenn man die Räder bewegt. Ja, so viel zu dem Modell. Und dann möchte ich auch schon zu den finanziellen Aspekten sowie zum Fazit kommen. Also die UVP hat damals 230 € betragen. Das hätte es ja inzwischen nicht mehr auf dem Markt. Eventuell könnt ihr ja mal gucken in eurem Spielzeugladen, ob da noch einer rumsteht, weil der ist ja noch nicht allzu lange vom Markt gegangen. Also kann sein, dass sie den noch irgendwo in einer Ecke oder so rumzustehen haben, wobei dieses Modell wirklich schon cool ist und ich denke mal, auf die Idee werden halt auch schon andere gekommen sein. Jetzt ist es so, wenn ihr den haben wollt und euch den auf eBay Kleinanzeigen kauft, dann ist das noch relativ entspannt. Für ein gebrauchtes Modell bezahlt man ungefähr so 120 €, also voll in Ordnung.
Und neu kostet dann etwa so 190 Euro bis 200. Kann man auch noch mitleben. Ich denke mal, dass der später ganz schön teuer werden wird, weil das ein wirklich cooles Modell ist und vor allem solche großen Geräte ziehen natürlich auch noch andere Leute an, die das Ding einfach haben wollen oder vielleicht auch halt später dann erst darauf stoßen oder mit Technik anfangen, wie auch immer. Von daher gehe ich wirklich davon aus, dass der begehrt sein wird. Insgesamt muss ich sagen, dass das Modell wirklich super ist. Also so ein großes Gerät ist eine richtig coole Sache. Und das Einzige, was ich halt ein bisschen schade finde, ist, dass der Motor schwach auf der Brust ist. Dafür sind die Funktionen aber umso cooler. Also das ist wirklich ein richtiges Technikmodell. Vor allem dann halt auch noch mit B-Modell, so wie sich das ja viele Leute wünschen. Ich kann das Modell wirklich nur empfehlen. Das war es dann aber auch schon von meiner Seite. Wir kommen jetzt noch zur Sneak Peek Time. Teil doch gerne mit, wie du das Set findest. Ich wünsche dir einen schönen Tag und ciao!